Hallo ihr Lieben. Nun beginnt das Tierkreiszeichen Waage. Also die Menschen, die jetzt geboren werden, werden im Tierkreiszeichen, da geht die Sonne durch das Tierkreiszeichen Waage, Sonnenzeichen Waage. Und wenn ihr euch das Instrument mal vorstellt, das ist ja auch ein genaues Instrument, was versucht, in die Mitte zu kommen, ja, also das heißt, das hat auch ganz viel mit den Charaktereigenschaften der Waagemenschen zu tun. Sonne in der Waage, im Gleichgewicht sein, das Gleichgewicht herstellen, Frieden erschaffen, richtig und recht sein und freundlich sein. Die Waage ist der Venus unterstellt. Venus ist die Göttin der Kunst, der Schönheit und der Liebe. Und erstmal hört sich das alles wahnsinnig schön an und verführerisch und es passt auch zur jetzigen Jahreszeit. Die Sonne scheint, wir sind noch nicht im November, wenn dann der Skorpion kommt und diese ganze Zerfall und die Blätter fallen und es nass wird und kühl und eklig. Nein, wir haben noch die wunderschönen Herbsttage, September, Oktober, wo es nochmal so richtig Ende September und dann Mitte Oktober, wo es nochmal so richtig golden wird. Der goldene Oktober, der goldene Waagemonat nennt man das ja auch. Nun haben auch die Waagemenschen ihre Schattenseiten. Wenn man allzu freundlich ist und allzu nett und allzu diplomatisch, was alles Eigenschaften des Waagemenschen sind, dann kann das auch anderen Menschen zu viel werden. Das heißt, das lockt das Gegenzeichen herauf. Das ist der Widder, der sagt, nee, also ich will jetzt mal hier Streit und Reibung und das geht ja nicht, das kann ja alles nett sein. Ja, und das ist so die Gegenseite, die die Waage nicht so gerne haben möchte. Also wer zu süß, zu nett, zu freundlich ist, lockt die Aggression auf den Platz. Das mag auch manchmal daran liegen, dass die Waage selbst ihre Aggressionen oft unterdrückt. Waage mag das einfach nicht. Waage möchte nicht streiten. Waage weicht Konfrontationen aus und bleibt diplomatisch, offen für alles und irgendwie auch lau. Das geht natürlich nicht, weil der Kosmos immer ganz werden will, alles möchte ganz werden und deswegen werden die Aggressionen auf den Platz gerufen, denn das Gegenüber sagt auch, das kommt mir spanisch vor, du bist immer so nett und immer nur freundlich, das ist nicht echt, das wirkt so künstlich auf mich. Ja? Deswegen ist es auch wichtig, auch für die Waagemenschen die andere Seite mit hineinzunehmen. Das gilt übrigens für jedes Tierkreiszeichen. Jedes Tierkreiszeichen hat ein Gegenüber auf seiner Achse. Und die Mitte ist immer das Beste. Also zwischen Waage, zwischen der schönen Prinzessin der Waage und dem blutigen Raubritter des Widders, die Mitte zu finden, das ist die große Kunst. So viel zum heutigen Tag. Vielleicht sind hier einige Wagen, die sich angesprochen fühlen oder auch vielleicht einige Widder, die sagen, oh, die Wagen, die gehen mir so auf den Geist. Übrigens, der Waage zugeordnet ist die Haut. Die Haut ist das Berührungs- und Empfindungsorgan, was uns auch abgrenzt. Ferner auch die Nieren, die Bauchspeicheldrüse und Diabetes, die Zuckerkrankheit. Passt doch irgendwie, oder? Ich wünsche euch einen schönen Tag. Alles Liebe. Eure Astrologin Anita Ferraris.